Frau Greenman, du bist in Deutschland aus Quebec, Kanada gekommen, wo du als klinischer Psychologe lehrst, forschst und arbeitest als EFT-Therapeut. Du bildest hier in Deutschland EFT-Therapeuten aus. Mhm. Und da haben wir die Gelegenheit, über einiges zu sprechen, was interessant ist an EFT. Emotional fokussierte Paartherapie hilft Paaren mit normalen Konflikten, sage ich jetzt mal, umzugehen, also dem üblichen Alltagsstress. Mhm. Wir haben ein Thema, das übliche Zahnpasta auf der Zahnbürste und du ärgerst dich und ich ärgere mich und wir haben plötzlich einen Streit und wissen nicht, woher er kommt. Darunter liegt was anderes, darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Jetzt interessieren mich schwierigere Themen. Okay. Also, wie ist das zum Beispiel mit EFT und Sexualität? Heißt unsichere Bindung gleich schlechte Sexualität und sichere Bindung, die wir in EFT erreichen können, durch die Therapie erreichen können, dass Paare sich sicher gebunden fühlen wieder, heißt das dann gleich gute Sexualität? Welchen Platz hat Sexualität im Prozess? Ja, also das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Eigentlich ist es ein bisschen komplizierter. Ne? Wenn es keine sichere emotionale Bindung in einem Ehepaar gibt, dann fällt es vielen Paaren schon schwer, ein interessantes, reiches Sexualleben zu haben und zu behalten, weil es so viele Unsicherheit gibt. Also wir wissen aus unserer Arbeit mit Paaren und auch aus der Forschung über Bindung und Sexualität, dass Leute, die sich wohl in unseren Beziehungen fühlen und in emotionaler Sicherheit fühlen, dann ist es für sie eigentlich einfacher, also die Sexualität zu erforschen und zu entdecken, was gut tut, was nicht gut tut. Sie sind in der Lage, solche Themen einfach zu besprechen, Spaß zu haben, also bei der Sexualität. Dafür ist eine sichere Bindung sehr, sehr wichtig. Das wissen wir schon, ne? Dass die Leute, die auch eine sichere Bindung haben, sie sagen uns, macht das eigentlich mehr Spaß, also Sexualität, wenn wir eine emotionale Verbindung haben. Also es ist auch möglich, also ohne so eine ganz sichere Bindung, vielleicht ein interessantes Sexualleben zu haben, aber es ist schwieriger. Und es ist auch dann schwierig, wenn irgendetwas schief geht oder eine Person sich nicht wohlfühlt, ist es schwieriger dann auch solche Themen zu besprechen, um das zu verbessern. Also ich würde schon sagen, dass eine sichere Bindung nur hilft bei der Sexualität. Und das wird dann innerhalb der Therapie so gesprochen. Ne? Mhm. Ich will wissen zum Beispiel, wenn ein Paar sexuelle Probleme hat, wie versuchen sie damit zurechtzukommen? Was passiert, wenn sie versuchen, das zu besprechen? Besprechen sie das überhaupt? Was für Gefühle haben sie? Schämen sie sich? Ist es ihnen peinlich? Ärgern sie sich? Fühlt einen sich abgelehnt? Was tut er oder sie dann, wenn er oder sie solche Gefühle hat? Ne? Also sexuelle Probleme können schon Auslöser dieser problematischen Muster sein, die wir schon besprochen haben. Mhm. Häufig kommt es ja in unsicheren Bindungen dazu, dass ein Partner eine Außenbeziehung hat. Mhm. Kann sein. Mhm. Kann sein. Also, dass er was sucht, was er in dieser unsicheren Bindung nicht findet oder wo das Paar sich schon verloren hat. Wie gehst du oder wie geht EFT mit Affären um? Naja, also mit Affären. Also erstens müssen wir feststellen, was das für eine Beziehung ist. Also die Mehrheit, ich würde sagen, die meisten Leute in unserer Gesellschaft, sie sind also so monogam und es gibt, manchmal wird es besprochen, manchmal nicht, so eine Abmachung, dass es Außenbeziehungen nicht geben wird. Gibt aber auch andere Leute und andere Arten von Beziehungen, in denen die Partner, also sie haben so eine Art Abmachung, man darf oder man kann, also
sexuelles Erfahren zu anderen Personen haben. Bei manchen Leuten ist es nicht nur sexuell, sondern es geht um so Polyamour mit verschiedenen Personen. Das kann schon sehr kompliziert werden. Was für uns am ersten wichtig ist, ist, was ist das für eine Beziehung? Und wenn das so eine Beziehung ist, so traditional, sagen wir, und es eine Affäre gibt, dann, was für uns sehr wichtig ist, ist, wie wirkt diese Affäre auf die jetzige Beziehung? Ist diese Person, die eine Affäre, also ist es gegenwärtig? Passiert das immer noch? Und wenn das immer noch passiert, versuchen wir, den Partner oder die Partnerin, die eine Affäre hat, das aufzuhören, wenn sie oder er weiter mit der Hautbeziehung arbeiten möchte. Das tun wir, weil in solchen Beziehungen normalerweise weiß die andere Person nicht Bescheid. Wenn die andere Person das wissen würde, würde es wehtun, weil wir denken an Bindung. Irgendetwas, was die Bindung, die Verbindung zwischen diesen zwei Personen bedroht, das regt einen auf, das macht Angst, das tut weh, das ist traurig. Also wir versuchen, den Leuten zu helfen, also zu entscheiden, was ist für sie wichtig, wenn die Beziehung mit dem Partner oder mit der Partnerin wichtig ist, dann können sie sich darauf konzentrieren. Also das ist unser Ziel bei traditionellen Paaren. Bei anderen Paaren kommt es wirklich dann darauf an, was sie für eine Abmachung haben, wenn der Partner oder die Partnerin überhaupt Bescheid weiß, dass es diese Außenbeziehung gibt. Muss zugeben, dass ich also im klinischen Sinn nicht so viele Erfahrungen mit diesen anderen Arten von Paaren haben. Aber ich weiß schon, ich habe Kollegen, die mit Paaren arbeiten, die offene Beziehungen haben. Und dann ist es eine ganz andere Sache. Dann geht es nicht nur um Affäre, sondern wie wirkt die Affäre auf die Bindung zwischen den zwei Personen so innerhalb der Hauptbeziehung, sagen wir. Aber es ist ein Thema im therapeutischen Prozess. Es ist kein Ausschlusskriterium. Nein. Also was für uns als EFT-Therapeuten wichtig ist, ist es für beide Partner überhaupt, gibt es überhaupt eine emotionale Verbindung? Es kann sehr schlecht gehen, und die Leute, sie ärgern sich, sie fühlen sich so total verzweifelt, aber wenn es eine emotionale Verbindung gibt, zwischen diesen zwei Personen. Und wenn sie das wollen, wenn sie an die Beziehung arbeiten wollen, das ist das, was für uns wichtig ist. Und Affären, naja, wenn sie passieren, sehr oft heißt es, dass vielleicht eine Person nicht 100% da ist und dann müssen wir feststellen, ob er oder sie das möchte. Und wenn ja, also bitten wir sie, wenigstens darauf zu engagieren, also auf eine Therapie, auf eine Arbeit. Sich einzulassen. Ne? Genau. So eine Art Commitment, ich will es versuchen. Genau. Und dann gehe ich den Weg erstmal gerade und dann gucken wir, was dabei rauskommt. So. Genau. Anderes schwieriges Thema ist Sucht. Wenn einer der Partner alkohol- oder drogenabhängig ist, ist das etwas, womit Paare in EFT zu EFT kommen können oder ist das zum Beispiel etwas, was EFT ausschließt? Also mittlerweile schon. Ich habe Kollegen in den USA zum Beispiel, die EFT, emotionsfokussierte Paartherapie, für Leute, die Suchtprobleme haben, anbieten. Aber wie ich das kenne, sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Weil dann gehört also Suchtprobleme zum Muster, zum Zyklus. Und das Paar sollte halt dann verstehen, also wie Alkohol, Drogen auch dann diese Nähe verhindert und wie sie dann auf beide Personen einwirken und wie das dann sehr schwierig also macht, also überhaupt eine sichere Bindung zu haben. Und normalerweise, weil es gibt, das haben wir schon besprochen, in EFT gibt es drei Phasen. Und in der zweiten Phase gehen wir ziemlich tief in den Verletzungen der zwei Personen. Das machen wir also bei Suchtprobleme nicht, wenn es immer noch Sucht gibt. Ne? Wenn man das beherrscht, wenn man also bemerkt hat, wie das auf den Zyklus einwirkt
und es ihm dann gelingt, also aufzuhören, damit er oder sie emotional anwesend sein, dann geht es weiter. Ne? Also so ist es. Ich muss aber sagen, persönlich tue ich das nicht. Das ist wirklich eine Spezialität. Mhm. Es gibt bestimmte EFT-Therapeuten, die das anbieten. Aber wir haben alle so vor 15 Jahren zum Beispiel gelernt, dass Suchtprobleme, dass das eine Kontraindikation wäre. Es ist sehr, sehr komplex. Und das kommt also wirklich in den letzten 5 Jahren oder so, dass man emotionsfokussierte Paartherapie dafür anwendet. Aber sieht dann anders aus, wenn es immer noch also starke Suchtprobleme innerhalb des Paares gibt. Paul, du betonst immer wieder, dass es wichtig ist, um überhaupt in so einen Prozess zu kommen als Paar, damit er erfolgreich ist, dass beide willig sind, an der Beziehung zu arbeiten. Ja. Wie ist es? Oft kommen ja Paare in eine Therapie, wo einer schon irgendwie sagt, nee, also ich bin fast dabei, mich zu trennen. Also dann noch ein Versuch. Mhm. Ja? Heute kommen wir zu Ihnen, Herr Greenman, und ein Versuch. Ja. Und da gibt es wunderbare Beispiele, wo es 7, 8 Sitzungen braucht und plötzlich haben die es geschafft. Ja. Mhm. Und dann gibt es aber auch das, wo jemand wirklich ausgestiegen ist. Mhm. Das heißt EFT und Trennung. Okay. Wie geht das zusammen? Kein Happy End. Ja, also EFT und Trennung. Erstens muss man sagen und dann auch also zu den Klienten zeigen, dass das legitim ist. Ne? Manchmal ist es zu schwierig oder manchmal hat man keine Lust mehr daran zu arbeiten. Das werden wir immer ermutigen, wenn beide Personen sagen, ja, das wollen wir wollen es versuchen, wir möchten es versuchen. Aber wenn ein Paar entscheidet, also sich zu trennen, dann geht es nicht mehr um Vertiefung der Verletzlichkeit jeder Einzelperson und diese ganzen also Inszenierungen, in denen wir die Partner bitten, direkt davon zu erzählen. Und das tun wir nicht mehr, weil wir wissen, okay, sie wollen Schluss machen. Das heißt, das wird sehr bald also nicht mehr so die Hauptbindungsbeziehung sein. Und wir versuchen dann, beide Partner als Einzelpersonen zu unterstützen, mit dieser neuen Realität zurechtzukommen und manchmal so in eine individuelle Therapie überweisen, ihnen zu helfen, also so soziale Unterstützung zu kriegen, damit sie mit den schwierigen Gefühlen, die nach einer Trennung oft vorkommen, zurechtkommen können. Und gute Eltern bleiben, obwohl sie kein gutes Paar sind. Ja, genau, wenn es Kinder gibt. Mhm. Aber EFT, was EFT wirklich ist, emotionsfokussierte Therapie und emotionsfokussierte Paartherapie, das ist eine Therapie mit dem Ziel, Leuten zu helfen, zusammen zu bleiben und glücklich zu sein. Also ein Paaren helfen, sich zu trennen, so vernünftig und zivil und ohne Bitterkeit zu trennen, das ist schon eine Art Paartherapie, aber es ist keine emotionsfokussierte Paartherapie. Es gibt keine Schritten und Phasen dafür und wir würden nicht so viel Tango tanzen und so, weil das ein anderes Ziel hat. Also die Liebe neu entdecken, vertiefen, Bindung von unsicher zu sicher gestalten, das ist das Ziel von EFT.